Hause ist und ständig Lügen erzählt, wo er gewesen ist. Sie hatte genug davon. Als Hallie Crafts Mayo engagiert, gibt sie ihm einen wichtigen Hinweis. Es ist die Nummer eines Ferngesprächs auf der Telefonrechnung, die sie nicht kennt. Wir trafen uns ein paar Tage, nachdem wir Richard mit seiner Freundin erwischt hatten. Auf den Fotos konnte man die Zueignung der beiden füreinander erkennen. Sie küsste ihn, hielt seine Hand und streichelte seinen Rücken. Diese Art von Fotos eben. Sie brach zusammen und weinte mindestens 5 oder 10 Minuten. Hallie und Richard Crafts sind seit 12 Jahren verheiratet. Hallie arbeitet als Flugbegleiterin bei der Pan Am, Richard als Pilot bei Eastern Airlines. Dazu arbeitet er als Teilzeitpolizist. Ich würde ihn als gefühlsarm beschreiben, mit einem ziemlich kalten Blick. Das Paar hat keine sehr enge Beziehung. Und Freunde behaupten, Richard habe Hallie manchmal geschlagen. Liebste Mutter, ich bin wieder in London. Ich habe Richard mitgeteilt, dass ich die Scheidung will. Ich vertraue ihm nicht mehr. Sei umarmt, Hallie. Nachdem Hallie die Scheidung eingereicht hat, vertraut sie sich ihren Kolleginnen an. Ich möchte euch sagen, was ich meinem Anwalt gesagt habe. Sollte mir etwas zustoßen, glaubt nicht, es sei ein Unfall. Ich sollte nicht an einen Unfall glauben. Eine ungewöhnliche Aussage eines Klienten. Am 18. November 1986 kommt Hallie von einem Flug aus Europa zurück. Ihre beste Freundin fährt sie nach Hause. Danach wird sie nie wieder gesehen. Tage später verpasst Hallie ihren nächsten Flug. Da sie sich nicht meldet, rufen Freunde bei den Crafts an. Richard behauptet, sie sei zu ihrer kranken Mutter nach Dänemark geflogen. Später erzählt er, Hallie sei mit einer Freundin verreist. Ihre Freunde erzählten mir, dass sie einfach verschwunden ist. Das war aber überhaupt nicht ihre Art. Sie hatte 3 kleine Kinder. Also rief ich Keith Mayo an. Ich sagte Diane sofort, dass wir zur Polizei von Newtown gehen müssten, um sie vermisst zu melden. Doch die Beamten wollten nichts davon hören. So beginnt Mayo mit eigenen Ermittlungen. Auf diesem Videoband berichtet das Kindermädchen der Crafts von dunklen Flecken auf einem Teppich kurz nach dem Verschwinden von Hallie. Ist auf der Innenseite der Schlafzimmertür ein schwarzer Punkt? Ja. Wie groß würdest du sagen? Ungefähr so groß. So groß? Ja. Sieht aus wie ein Fleck. Ja, es sieht aus wie ein Fleck. Der war vorher nicht da. Tatsache ist, im Schlafzimmer lag ein neuer Teppich, den Richard aufgerissen hatte, ohne dem Kindermädchen eine Erklärung zu geben. Verdächtig ist auch, dass die große Tiefkühltruhe in der Garage fehlt. Aus Quittungen einer Kreditkarte geht hervor, dass Richard kurz vor Hallies Verschwinden einen Holzschredder gemietet hat. Ist Hallie im eigenen Haus etwas zugestoßen? Die Polizei bittet Richard Crafts, einen Lügendetektortest zu machen. Die Polizei fragt, ob er seine Frau getötet habe oder wisse, wo sie sei oder ob er einen Killer angeheuert habe. Kaum Reaktionen. Weder mein Partner noch ich bemerkten etwas, das auf Lügen hinwies. Die Tester stellten fest, dass er die Wahrheit sagte. Als er antwortete, ich habe meine Frau nicht getötet, ich weiß nicht, was mit ihr geschehen ist und ich weiß nicht, wo sie ist, ehrlich. Obwohl Lügendetektortests nicht als fehlerlos gelten, war er doch überzeugend. Es gab keinen Anlass zu glauben, dass sie ihre Kinder verlassen hat. Wenn sie noch lebte, dann wollte ich sie finden. Und wenn sie tot ist, dann wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Für Hallie Crafts Verschwinden gibt es weiterhin wenig Anhaltspunkte. Doch mittlerweile ermittelt auch die Polizei. Dr. Henry Lee ist Leiter des rechtsmedizinischen Labors von Connecticut und einer der angesehensten Rechtsmediziner weltweit. Er durchsucht das Haus der Crafts. Dr. Lee entdeckt 5 winzige, kaum sichtbare Flecken auf einer Matratze. Können Sie zur Aufklärung von Hallies Verschwinden beitragen? Beim Auftragen einer Lösung färben sich einige Matratzenfasern blau, der Nachweis für Blut, in diesem Fall für menschliches Blut.
Eine Antigenuntersuchung ergibt die Blutgruppe 0 positiv, Hallie Crafts Blutgruppe. Unter dem Mikroskop wird festgestellt, dass es zirkulierendes und nicht menstruales Blut ist. Blutspurexperten wie Dr. Mark Benecke können aus der Zusammensetzung des Blutes und dessen Herkunft auf mögliche Kreislaufverletzungen schließen. Wenn man unterscheiden möchte, ob Blut direkt aus einer Ader gelangt ist, also direkt aus dem normalen Blutzirkulationssystem, oder ob es sich um Blut handelt, was von der Monatsblutung stammt, kann man versuchen, sich nicht die Blutbestandteile an sich anzuschauen, sondern das Material, was zusammen mit dem Blut in diese Blutfleck oder in die Blutspur befördert wurde. Im Falle von Monatsblut würde man große Zellen abgestorbener und dann abgeschilferter Zellen erwarten, die man in der Vergrößerung einfach sehen kann, während Blut, was eine Ader direkt verlässt, keine große Menge oder möglicherweise auch überhaupt keine Menge von abgestorbenen Zellen mit nach draußen transportiert. Doch ist das Blut frisch oder schon viele Jahre alt? Um das herauszufinden, wird ein genetischer Marker namens PGM bestimmt. Er bleibt auch in getrocknetem Blut noch bis zu 13 Wochen nachweisbar. Diese Banden beweisen das Vorhandensein von PGM. Das Blut ist also noch frisch. Wir glaubten nun, dass ein Verbrechen in diesem Haus stattgefunden hat. Dr. Lee untersucht den Winkel und die Intensität des Blutaufpralls. Er kommt zu dem Schluss, dass das Blut in einem 10-Grad-Winkel an die Matratze gespritzt ist. Jemand muss sich also über das Bett gebeugt oder daneben gekniet haben. Aufgrund der mittleren Blutgeschwindigkeit muss die Verletzung mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden sein. Dazu befindet sich an der Matratze noch eine 15 cm lange Schmierspur. Schmierspuren von Blut sind häufig unterschätzt, weil man sagt, ist doch klar, dass wenn ich irgendwo blute und irgendwo lang streife, dass das dann ein Blutschmierer erzeugt. So ist es aber nicht. Man kann aus der Art des Schmierers zum Beispiel die Richtung bestimmen, man kann ungefähr sagen, wie viel Blut ausgetreten ist oder wie lange das gedauert hat. Wenn ich zum Beispiel nur ein einziges Mal an einer Sofakante oder an einem Sofa entlang sacke, dann gibt das eben auch nur einen einzigen und auch in sich geformten Schmierer. Frisch gewaschene Badetücher testet Dr. Lee mit einer speziellen Lösung. Die blauen Bereiche beweisen, dass die Tücher in Blut getränkt waren. Der nächste Schritt. Ein Körper kann sich nicht in Luft auflösen. Er musste irgendwo sein. Doch es gibt keine Leiche, keine Waffe und keine Zeugen. Die Polizei benötigt mehr zum Weitermachen. Die Ermittler suchen nach einem ungewöhnlichen Ereignis, das mit Hallie Crafts Verschwinden zu tun haben könnte. Am Tag, als Hallie Crafts verschwand, hatte es geschneit. Der Fahrer eines Schneepflugs berichtet, er habe morgens gegen 3.30 Uhr einen Holzschredder auf einer Brücke gesehen. Ein Mann in einem orangefarbenen Umhang hätte dabei gestanden. Dieselbe Maschine habe er dann eine Stunde später am Flussufer erneut gesehen. Ich sagte, bringt den Mann genau an die Stelle, an der er den Holzschredder gesehen hat. Es war an der Stelle, wo die Flüsse Housatonic und Soar ineinander fließen. Die Polizei sucht das Flussufer ab, findet aber nur einen Haufen Holzsplitter. Doch bei genauerem Betrachten finden sie Papierfetzen von einem Umschlag. Sie stammen von einem Brief an Miss Hallie L. Crafts. Sie lagen einfach so da. Ich dachte, oh Gott. Anfangs brachte ich den Schredder damit überhaupt nicht in Verbindung, bis wir Haarbüschel fanden. Zu meinem Chef sagte ich, wenn er getan hat, was ich vermute, ist es Zeit für mich, in den Ruhestand zu gehen. It's time for me to retire. Die Polizei verbringt Tage damit, Schmutz und Schutt am Flussufer zu untersuchen. Neben dem Brief und den blonden Haaren findet sie ein paar blaue Fasern, ein Stück graues Metall, das wie ein kleines Knochenstück aussieht, und ein weiteres Beweisstück, das plötzlich auftaucht. Die Sonnenstrahlen hatten den Schnee an dieser Wand weggeschmolzen. Und genau vor dieser Wand lag auf Blättern ein lackierter Fingernagel. Taucher suchen am Grund des Flusses und finden Teile einer Kettensäge. Ungewöhnlich ist dabei die Tatsache, dass die Seriennummer weggekratzt wurde. Alle Beweise kommen ins forensische Labor nach Meriden.
Da es bei jeder Untersuchung viele Spezialgebiete gibt, bildeten wir ein rechtsmedizinisches Team. Die Gruppe der Fachleute besteht aus insgesamt 27 Experten und Technikern. Nach diesem Modell wurden in Zukunft bei schwierigen Fällen immer solche Teams zusammengestellt. Über 50.000 verschiedene Tests wurden an den relativ geringen Mengen menschlichen Beweismaterials durchgeführt. Die Beweismaterialien, das heißt die greifbaren Beweise im Fall von Harry Crafts, waren so gering, dass sie nicht einmal eine Papiertüte füllen würden. Die Geschichte macht weltweit Schlagzeilen. Richard Crafts wird verdächtigt, beharrt jedoch auf seiner Unschuld. Er behauptet weiterhin, seine Frau nicht getötet zu haben und nicht zu wissen, wo sie ist. Das Ergebnis des Lügendetektortests bestätigt dies. Doch die Gerichtsmedizin erzählt bald eine andere Geschichte. Harry Crafts ist wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Ehemann Richard wird verdächtigt, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Kleinste gefundene menschliche Überreste stellen Rechtsmediziner Dr. Lee und sein Team vor eine schwere Aufgabe. Die Identifikation stellt eine wissenschaftliche Herausforderung dar. Zuerst wird jedes Glied der Kettensäge untersucht und daran menschliches Haar, Gewebe und eine winzige Faser gefunden. Sie war kaum mit dem Auge zu erkennen und befand sich auf der Schneidekante der Kette. Die gefundene bläulich-grüne Baumwollfaser hat die gleiche Farbe wie Hallys bevorzugtes Nachthemd. Und sie stimmt mit anderen blauen Fasern überein, die am Fluss gefunden wurden. Doch ohne Seriennummer ist es unmöglich, die Kettensäge jemandem zuzuordnen. Mit einer besonderen chemischen Lösung wird die obere Metallschicht abgetragen, die sich durch das Wasser oder gewaltsames Abkratzen der Seriennummer gebildet hat. Es funktioniert. Die Seriennummer der Kettensäge lautet 592116. Sie stimmt mit dem Garantieschein überein, den Richard B. Crafts eingeschickt hat. Diese Verbindung zu Richard Crafts erlaubte uns zu sagen, da ist menschliches Haar und Gewebe und die Fasern von der Kettensäge, die mit Hallys Nachthemd in Zusammenhang gebracht werden können. Nun gilt es herauszufinden, von wem das Haar von der Kettensäge stammt. Insgesamt 2600 Haare werden unter dem Mikroskop untersucht. Menschliche Haare haben unter dem Mikroskop eine bestimmte Form. Veränderungen oder Beschädigungen fallen Experten wie Dr. Dietrich Inhülsen sofort auf. Beschädigungen an Haaren sind gut zu erkennen. Bei Sägen ist eine massive Zerreißung und Aufspleißung des Haares vorhanden, die mikroskopisch sehr auffällig ist. Genau diese auffälligen Beschädigungen durch eine Säge finden die Ermittler. Doch weiterhin ist unklar, wem die Haare gehören. Wir brauchten neue Haare, um vergleichen zu können. Wir nahmen ihre Haarbürste. An den Kopfhaaren entdeckten wir ein ungewöhnliches Merkmal. Die Kopfhaare hatten eine Riefe. Haare haben mitunter Auffälligkeiten wie Riefen, wie Beschädigungen. Das kann genetisch bedingt sein, das kann durch Krankheiten herrühren. Und wenn diese Auffälligkeiten vorhanden sind, dann sind auch Zuordnungen zu bestimmten Personen möglich. Die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass die Haare von der Kettensäge und vom Flussufer mikroskopisch den Haaren auf Hallys Haarbürste ähneln. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Fingernagel mit dem hellroten Nagellack. Ein Chemiker vergleicht den Nagellack mit einem aus Hallys Wohnung, indem er die verschiedenen organischen Bestandteile untersucht. Diese Schaubilder beweisen, dass der Lack vom Fingernagel mit dem aus der Flasche von Hallys Nachttisch übereinstimmt. Die bisherigen Untersuchungen beweisen, dass der Nagellack und das Haar mit Hallys übereinstimmen. Doch es fehlt der Beweis, dass sie tot ist. Dr. Lee rief mich an und fragte, ob ich mir diese kleinen Stücke, die er für Knochen hielt, mal anschauen könnte.
Ich sollte versuchen, sie zu identifizieren. Dr. Lee vermutet, dass die Knochen vom Fluss mit dem gemieteten Schredder zerstückelt wurden. Mit einer ähnlichen Maschine macht er den Test. Ein Schwein wird durch die Maschine gezogen, denn dessen Haut und Knochen ähneln denen von Menschen. Lee fällt auf, dass der Schredder ein bestimmtes Schnittmuster erzeugt, welches mit den Stücken vom Fluss übereinstimmt. Sie zeigten mir diese überaus winzigen, millimeterkleinen Knochenreste. Und es war durchaus möglich, dass sich unter diesen Überresten auch menschliche Knochen befanden. Unter einem Spektrographen entdeckt Dr. Harper winzige Rillen in den Knochen. Diese Rillen werden durch die Blutgefäße im Inneren der oberen Schädelhälfte geformt, und das gibt es nur beim Menschen. Weitere Schädelfragmente von der Seite des Kopfes werden identifiziert. Sie sind aus rechtsmedizinischer Sicht von größter Wichtigkeit. Wenn die Bruchstelle nach außen drängt, wissen wir, dass die Kraft von innen kam, und zwar in hohem Maße. Wir wissen aber nicht, ob sie dadurch gestorben ist oder ob sie schon vorher tot war. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass sie danach tot war. Zumindest wissen wir, dass es einen toten Menschen gibt. Die nächste Frage ist, wer? Dr. Harper friert ein paar Knochenstücke mit Flüssigstickstoff ein und zermalt sie anschließend zu feinem Pulver. Tests ergeben, dass die Knochen von einer Person mit der Blutgruppe 0 positiv stammen. Halley Crafts Blutgruppe. Schließlich betrachtet Dr. Lee das graue Metallstück, das er für eine Zahnkrone hält. An der Krone gab es keine menschlichen Reste, sodass sie nicht zur Identifizierung herangezogen werden konnte. Deshalb bittet Dr. Lee, Dr. Karazulux zum Fluss zu gehen, um erneut zu suchen. Dann der Durchbruch. Ich habe mich 8 Stunden am Tatort aufgehalten. Ich rutschte aus und fiel in den Bach. Ich hatte einen Eimer dabei und suchte Beweismaterial. Ich wusch meine Hand in dem Eimer. Als ich am Zelt ankam, leerte ich den Inhalt des Eimers, wusch erneut meine Hände und erblickte dort den Zahn. Doch stammt er von Halley Crafts? Ich verglich alle Röntgenbilder von 1982 bis 86 und hatte am Ende keinen Zweifel mehr daran, dass der Zahn aus Halley Crafts Mund stammte. Somit hat das rechtsmedizinische Team einen verwertbaren Beweis. Sie sagten, dass Halley Crafts Zähne sich in diesem Haufen befanden. Sie wurden gewaltsam aus ihrem Mund herausgeschlagen. Und in diesem Haufen befinden sich auch Stücke eines menschlichen Schädels, dem viel Gewalt zugefügt wurde. Also folgerten wir daraus, dass Halley Crafts tot ist. Punkt. Gestützt auf das forensische Beweismaterial wird Richard Crafts verhaftet und des Mordes an seiner Frau angeklagt. Und so wird der Fall rekonstruiert. Am 18. November kommt Halley Crafts gegen 19 Uhr von einem Flug aus Deutschland zurück. Gegen 8 legt sie die Kinder ins Bett. Das Kindermädchen hat in dieser Nacht frei und wird bis Mitternacht nicht zurückerwartet. Bevor Halley ins Bett geht, zieht sie ihr blaues Nachthemd an, sieht die Post durch und stopft sie in die Brusttasche. Dann passiert es plötzlich. Richard verpasst ihr einen Schlag mit einer Taschenlampe, der sie zu Boden zwingt. Mit einem zweiten Schlag entstehen Blutspritzer, die in einem Winkel von 10 Grad auf die Matratze prallen. Als Halley fällt, streift sie mit dem Kopf die Matratze, wodurch eine Schmierspur entsteht. Richard wickelt den Körper in die Bettdecke, trägt ihn durch das Haus in die Garage und legt ihn in die Kühltruhe.
Das Blut versucht Richard mit ein paar Handtüchern zu entfernen, die er später wäscht. Doch auf den Handtüchern bleiben Spuren zurück, die Dr. Lee später entdeckt. Mary Thomas, das Kindermädchen, kommt gegen 2 Uhr morgens nach Hause und geht gleich ins Bett. Bei Tagesanbruch bringt Crafts die Kinder und das Kindermädchen zu seiner Schwester und behauptet, seine Frau habe das Haus früh verlassen. Mit seiner Kreditkarte mietet er einen Holzschredder und einen Transporter. Bis zum Abend ist Hallys Körper vollkommen gefroren. Crafts transportiert die Überreste zusammen mit einer Kettensäge und etwas Holz zum Fluss. Der Fahrer des Schneepflugs bemerkt den Schredder morgens gegen 3.30 Uhr auf einer Brücke und eine Stunde später in der Nähe des Flusses. Crafts zerschneidet Hallys gefrorenen Körper mit der Kettensäge und zerstückelt ihn zusammen mit dem Holz im Schredder. Da der Körper gefroren ist, entstehen kaum Blutspritzer. Ein Großteil der Überreste fliegt in den Fluss, nur ein paar Teile fallen ans Flussufer. Die Post, die Hally in der Nachthemdtasche hat, bleibt nahezu unzerstört. Letztlich zerlegt Crafts die Kettensäge, kratzt die Seriennummer ab und wirft Teile in den Fluss. So endet die Geschichte vom fast perfekten Mordplan. Richard Crafts wird des Mordes für schuldig befunden und zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Täter beharrt weiterhin auf seiner Unschuld. An einem heißen Sommerabend im Jahr 1992 werden Nachbarn Zeugen einer lauten Auseinandersetzung des Ehepaars Campano. Nach Aussage von Christopher Campano habe seine Frau kurz nach dem Streit das Haus verlassen. Karen Campano wird danach nie wieder gesehen. Karen Campano verschwindet 2 Wochen vor ihrem 43. Geburtstag. Sie hatte ihre 3 Kinder in New York besucht und war gerade erst nach Oklahoma zurückgekommen, wo sie mit ihrem dritten Mann Chris lebt. Chris und Karen Campano haben im Dezember 1987 geheiratet. Freunde bezeichnen sie als ein merkwürdiges Paar. Sie ist 15 Jahre älter als Chris. Es ist ihre dritte, seine erste Ehe. Karens beste Freundin ist Chris' Mutter. Sie hat die beiden bekannt gemacht. Chris ist ein Herumtreiber, arbeitet gelegentlich auf Baustellen und war wegen Diebstahls im Gefängnis. Karen arbeitet für eine Kreditgesellschaft und ist die Hauptverdienerin in der Ehe. Am Abend des 1. Juli 1992 streiten sich Chris und Karen wegen seines Drogenkonsums. Ich nahm Drogen und sie schimpfte mit mir, versuchte mich zu einer Therapie zu überreden. Sie wollte mir helfen. Ich konnte Karen schreien hören, bitte tu das nicht. Was sie sagten, konnte ich nicht verstehen. Sie schrien viel. Laut Chris hat Karen nach dem Streit das Haus verlassen und ist ein paar Häuserblocks weiter zu Buy for Less gegangen, um ein paar Sachen zu kaufen. Chris verlässt ebenfalls das Haus und fährt in eine Bar, wo er bis kurz vor Mitternacht bleibt. Am nächsten Morgen ruft er in Karens Büro an, um zu erfahren, ob sie zur Arbeit ist. Doch dort hat niemand etwas von ihr gehört. Daraufhin benachrichtigt Chris die Polizei und meldet Karen vermisst. Die Beamten kommen, nehmen seine Aussage auf und schauen sich kurz um, entdecken aber nichts Ungewöhnliches. Wenn eine Frau wegläuft und ihren Mann verlässt, dann geht sie nicht, ohne etwas mitzunehmen. Sie nimmt mit, was für sie wichtig ist. Eine Frau verzichtet nicht auf ihre Kosmetika. Doch wir haben das alles im Schlaf- und Badezimmer gefunden. Sie hatte nichts mitgenommen und war wie vom Erdboden verschluckt. Wir dachten, sie habe vielleicht ihre Schwester und Kinder in New York angerufen, doch das war nicht der Fall.
She had not done that. Chris berichtet, dass in der fraglichen Nacht jemand ins Haus eingebrochen sei und Gegenstände gestohlen habe. Die Polizei bittet Chris, das Haus durchsuchen zu dürfen. Er war einverstanden und fand es gut. Er hoffte, dass wir etwas finden, was uns in den Ermittlungen weiterbringt. Das Erste, was ich bemerkte, war das Bett, das gegen die Südwand gestellt war. Und daneben die große weiße Mülltüte, unter der ich einen großen bräunlichen Fleck entdeckte. Daraufhin besorgten wir uns natürlich sofort Hämasticks. An Fundorten oder an Tatorten findet man sehr häufig rötliche und bräunliche Spuren. Wenn man unterscheiden möchte, was ist jetzt Blut, was ist vielleicht alter Kaffee und was ist rostiges Wasser, was mal aus einem Heizungskessel ausgetreten ist, kann man einen Schnelltest in Stäbchenform benutzen. Den hält man da dran, feuchtet den vorher an und durch eine Farbreaktion wird dann angezeigt, ob darin Blut enthalten ist in der Spur oder nicht. Taucht man dieses Schnellteststäbchen, auch Hämasticks genannt, zum Beispiel in eine Lösung, die Blut enthält, so verfärbt sich das Stäbchen dunkelgrün. Der Beweis? Für das Vorhandensein von Blut. In diesem Plättchen, was auf einem Plastikstreifen ist, sind zweierlei Substanzen. Das eine ist eine Farbsubstanz, die verfärbt sich grünlich oder bläulich, wenn Blutbestandteile, nämlich aus dem Hämoglobin, darin sind. Und zusätzlich ist noch ein Beschleuniger drin, der das ganz schnell macht. Das heißt, man braucht es nur wirklich kurz einzutauchen. Angeblich nach 60 Sekunden sieht man dann, das Ergebnis stimmt aber nicht bei den Mengen Blut, die wir normalerweise haben. Auch wenn das stark verdünnt ist, sieht man das innerhalb von 5 oder 10 Sekunden. Dann gibt es einen ganz starken grünen oder blauen Farbumschlag. Und auch der Fleck auf dem Schlafzimmerteppich ist durch Blut entstanden. Am ersten Tag in diesem Haus habe ich Handschuhe getragen. Und der Fleck auf dem Teppich war frisch. Dieser Bereich des Teppichs und die Polsterung hatten so viel Blut aufgesaugt, dass die Stelle noch feucht war und nicht abtrocknete. Der Teppich kommt ins forensische Chemielabor der Polizei von Oklahoma. Dann habe ich einen sogenannten Octalone-Test gemacht. Mit diesem speziellen Verfahren kann man bestimmen, ob das Blut von einem Menschen oder von einem Tier stammt. Es ist menschliches Blut. Im Polizeiverhör bleibt Chris bei seiner Aussage, nichts über den Verbleib seiner Frau zu wissen. Doch sein Alibi wackelt, denn die Barkeeperin erinnert sich nicht, Camperno in der fraglichen Nacht gesehen zu haben. Die Polizei erfährt, dass Chris am Morgen nach Karens Verschwinden ein paar Schmuckstücke seiner Frau verpfändet hat. Doch ohne Leiche bleibt der Polizei zunächst nichts anderes übrig, als weitere Tests im Haus durchzuführen. Doch außer dem Blutfleck im Schlafzimmer gibt es keine weiteren sichtbaren Hinweise auf Gewalt. Es ist ein klassisches kleines Holzhaus im Zentrum von Oklahoma-Stadt. Im Haus war es ziemlich sauber und ordentlich, alles war aufgeräumt. Die Wände, die Decken und die Böden waren sauber, da war nicht viel zu sehen. Die Beamten beschließen, nach Blut zu suchen, das mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Mit einer speziellen chemischen Lösung namens Luminol können Blutreste, die mit Wasser, Reinigungs- oder Bleichmitteln entfernt wurden, sichtbar gemacht werden. Luminol ist eine Verbindung, bei der eine Substanz, die leuchten kann, aber nicht die ganze Zeit leuchtet, erstmal verdünnt wird. Und wenn man sie dann auf Blut aufsprüht, führt es dazu, dass die Leuchtreaktion angeregt wird. Sie läuft so langsam ab, dass man sie normalerweise nicht sieht. Jetzt läuft sie auf einmal ganz schnell ab und alle Flächen, auf denen geringste Mengen Blut noch vorhanden sind, werden dann zum Leuchten gebracht. Den Luminol-Test kann man nur bei Dunkelheit durchführen, deshalb warten die Ermittler, bis die Nacht hereinbricht. Sie beginnen im Schlafzimmer, wo sie vor ein paar Tagen den Fleck auf dem Teppich entdeckt haben. Zuerst machen sie Fotos vom Schlafzimmer und versprühen dann das Luminol. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Es gab Stellen im Haus, die so hell leuchteten, dass man die Person neben sich sehen konnte. So viel Blut gab es dort. Das Luminol erzählt eine schreckliche Geschichte. An der Wand, der Decke und an den Türen, überall wird Blut entdeckt. Es sah aus, als ob es ein Blutbad gegeben hätte, wie in einem Horrorfilm. Die Lage der Blutspritze und die Größe der Tropfen verraten den Ermittlern etwas über den Tathergang. Jemand wurde im Schlafzimmer mit einem dumpfen Gegenstand geschlagen.
Spritzspuren an der Decke und an der Jalousie sind durch eine Schleuderbewegung entstanden. Wenn ich auf eine Blutungsquelle mit einer Waffe mehrmals einschlage, das heißt, irgendwann ist mein Gegenstand, mit dem ich die Tat begehe, halt auch blutig, dann schleudere ich das Blut mit relativ großer Kraft ab und sehr, sehr häufig findet man das Blut dann eben genau in der entgegengesetzten Richtung, also in der Richtung, in der das Opfer nämlich gerade nicht ist. Oder, was auch passiert, einige der Spuren erreichen sogar die Decke und man findet dann sehr, sehr wenige kleine Spuren, deren Winkel man aber genau ausrechnen kann, zum Beispiel unter der Decke, wo also kein Täter hinguckt. Es gab zwei unterschiedliche Spuren, sodass mindestens zwei Schleuderbewegungen mit dem bebluteten Gegenstand ausgeführt wurden. Im ganzen Haus wird Luminol versprüht, sowie auf den Stufen vor dem Haus und auf dem Gehweg. An der Küchentür, die zum Vorratsraum führt, ist an einer Stelle ein Blutfleck. Er ist ungefähr auf Kopfhöhe, so als ob jemand einen Körper getragen hat, ihn aber seitlich drehen musste, um damit durch die Tür zu passen. An dieser Stelle wurde der Körper dann anscheinend auf den Boden gelegt und vom Vorratsraum über die Hintertreppe heruntergeschleift. Und man konnte auf jeder Stufe und den ganzen Gehweg entlang, bis zur Einfahrt, leuchtende Schleppspuren erkennen. Danach gab es keine Spuren mehr. Ein sehr dramatisches Bild. Das Haus erzählt die Geschichte eines grausamen Vorfalls. Doch es gibt weitere offene Fragen. Wo ist die Leiche? Wo ist die Tatwaffe? Und ist es Karen Campanos Blut? Die Polizei kann weiterhin keinen Mord nachweisen. Die Polizei weiß, dass jemand im Haus der Campanos gewaltsam angegriffen wurde. Was sie nicht weiß, ist, ob ein Mord geschehen ist. Kann man anhand der Blutmenge beweisen, dass jemand getötet wurde? Und ist diese Person Karen Campano? Die Ermittler entschieden später, noch einen Test durchzuführen, der zeigt, wie viel Blut auf den Teppich geflossen sein muss, dass ein Fleck dieser Größe entstanden ist. Der Test muss so genau wie möglich durchgeführt werden. Die Ermittler nehmen ein Stück des Teppichs und einen Gegenstand, der das Gewicht eines Kopfes simuliert. Das Blut wird um den Gegenstand herumgegossen, bis der Fleck dieselbe Größe hat wie der aus dem Haus der Campanos. Doch ist die Menge des ausgetretenen Blutes tödlich? Wenn man ungefähr die Hälfte seines Blutes verloren hat, dann treten zwei Probleme auf. Erstens kann nicht mehr genug Sauerstoff und Nährstoffe und was vom Blut alles im Körper ständig verteilt werden muss, kann nicht mehr transportiert werden, weil es einfach zu wenig Blut ist. Andererseits gibt es aber auch ein mechanisches Problem. Das Herz ist ja eine Pumpe und die Pumpe muss auch irgendwie genügend Material zum Pumpen haben, sonst läuft sie irgendwann leer. Und deswegen stirbt man, wenn man in etwa die Hälfte seines Blutes verloren hat und ist auch nichts mehr zu machen dann. Berechnungen ergeben, dass Karen Campano mindestens 40% ihres gesamten Blutes verloren haben muss und somit keine Überlebenschance hatte. Den Beamten ist nun klar, dass ein Mord geschehen ist. Doch ist die Verschwundene auch das Opfer? Die Polizei besitzt keine Blutprobe von Karen Campano, die mit dem Fleck verglichen werden könnte. Eine weitere Bestimmungsmöglichkeit wäre eine DNA-Analyse des Blutes und der anschließende Vergleich mit den Eltern. Kinder haben jeweils die eine DNA-Hälfte von der Mutter, die andere vom Vater. Doch Karens Vater ist bereits verstorben. Deshalb bittet die Polizei das FBI um Mithilfe bei der Identifikation des Blutes. Die Beamten bekommen Blut von Karens Mutter, ihren beiden Schwestern, den Kindern und vom Ex-Mann. In diesem Fall war das Ziel herauszufinden, ob die DNA des unbekannten Blutflecks zumindest zur Hälfte mit den DNA-Proben übereinstimmte, die von Karen Campanos Verwandten stammten. Der RFLP-Test hilft in diesen Fällen bei der DNA-Bestimmung. Das komplizierte und größtenteils unsichtbare Verfahren liefert letztlich einen optischen Beweis. Das Ergebnis eines RFLP-Tests ist ein Röntgenbild, auf dem sich ein Bandenmuster befindet. Dieses Bandenmuster können wir zu Verwandtschaftsverhältnissen untersuchen. So sind die einzelnen Banden vom Verwandten in der Regel auf der gleichen Höhe. Das ist das DNA-Profil von Karens Mutter.
Die Banden rechts und links daneben stammen von ihren Töchtern, Karens Schwestern. Die Höhe der Banden stimmt überein. Dieses Profil stammt von Karens Ex-Mann, das daneben vom gemeinsamen Sohn. Die oberen Banden stimmen überein. Dies ist der männliche Teil der DNA-Vererbung. Die untere Bande muss demnach von der Mutter sein. Diese stimmt wiederum mit der Bande von Karens Mutter überein. Ein weiteres Bild zeigt den Vergleich der DNA der Familienmitglieder mit der des Blutflecks. Die obere Bande stimmt mit der des ältesten Sohnes von Karen Campano überein. Mehrere weitere Banden stimmen mit denen der Kinder aus Karens anderen Ehen überein. Die Ergebnisse brachten uns deutlich weiter. Sie stimmten vollkommen mit Karen Campanos Blut überein. Jetzt konnten wir zum Staatsanwalt gehen und ihm mitteilen, dass wir das Verbrechen enthüllt hatten. Wir kannten die getötete Person. Wir wussten, dass es in dem Zimmer einen Mord gegeben hatte. Und jeder Befund deutet darauf hin, dass das Opfer die Frau ist, die in diesem Haus gewohnt hat. Wir finden vielleicht nie die Leiche, aber das Verbrechen ist enthüllt. 8 Monate nach Karen Campanos Verschwinden wird ihr Ehemann, unter Mordverdacht stehend, festgenommen. Das forensische Beweismaterial, der heftige Streit, den die Nachbarn gehört haben, das Fehlen eines Alibis für die ganze Nacht und das Verpfänden einiger ihrer Gegenstände, alles spricht gegen Christopher Campano. Die Staatsanwaltschaft glaubt nicht, dass Karen das Haus zum Zwecke eines Spazierganges verlassen hat. Sie rekonstruiert den Fall so. Nachbarn haben Chris und Karen in dieser Nacht streiten hören. Die forensischen Beweise lassen vermuten, dass sie den Streit im Schlafzimmer weitergeführt haben, wo er dann eskalierte. In der Nähe des Fensters stehend, schlägt Chris mindestens 3-mal mit einem stumpfen Gegenstand auf Karens Kopf ein. Blutspritze an der Decke und den Wänden werden durch eine Schleuderbewegung verursacht. Karen fällt zu Boden und schlägt mit dem Kopf gegen den Bettpfosten, an dem ebenfalls Blutspuren entstehen. Während die Frau mit ihren schweren Kopfverletzungen auf dem Boden verblutet, geht Chris in eine Bar. Er wartet dort, bis die Nachbarn schlafen, um später Karens Körper zu beseitigen. Er wickelt die Leiche in einen Laken und verschnürt sie mit einem Telefonkabel. Dann trägt er sie durch das Haus. Luminoltests enthüllen später, dass Karen mit dem Kopf gegen die Tür gestoßen ist, an der sie blutige Schmiere hinterlassen hat. Dann lässt Chris ihren Körper auf den Boden fallen und schleift sie durch die Seitentür nach draußen zum Auto. Vermutlich bringt er sie zu einer abgelegenen Stelle. Später entfernt er sowohl außerhalb als auch im Haus jede sichtbare Blutspur. Die DNA-Untersuchungen ergeben, dass das Blut auf dem Teppich von Karen Campano stammt. Die Rechtsmediziner bestätigen, dass Karen Campano sehr schwere Kopfverletzungen erlitten haben muss und keine Überlebenschance hatte. Die Staatsanwälte sind von der Schuld Christopher Campanos überzeugt, auch ohne Leiche und Mordwaffe. Ich dachte, wir finden die Leiche nie. Doch kurz nach Beginn der Vorverhandlung ändert sich alles. Die Polizei findet Karen Campano. Ihr Körper befindet sich in einer abgelegenen Gegend, abseits einer wenig befahrenen Straße. Wir wussten nur, dass es eine Frau war, aber nicht, wer sie war. Natürlich hofften wir, dass es Karen ist. Aber wir wussten es nicht. Bei der Leiche findet die Polizei die Rechnung einer Shell-Tankstelle, adressiert an jemanden aus New York. Der Rechnungsbetrag ist $83.34.
Karen Campano kam aus New York und ihre Familie ist dort Teilhaber an einer Tankstelle. Dr. Tom Glass ist Leiter der forensischen Odontologie an der Universität Oklahoma. Die Aufnahmen von Karen Campanos Zähnen und die fast vollständig vorhandenen Zahnreihen im Leichenschädel erleichtern ihm die Identifikation. Meine Aufgabe ist es, Bild für Bild die Röntgenaufnahmen des Patienten mit den Zähnen von der Leiche zu vergleichen. Sie hatte einen sehr gründlichen Zahnarzt, der alles dokumentierte, was er gemacht hat. Und dank dieser Aufzeichnung konnten wir Karen Campano eindeutig identifizieren. Eine DNA-Untersuchung des Knochenmarks bestätigt dies und beseitigt letzte Zweifel. Ich bin wegen der Familie in New York froh, dass wir sie letztlich gefunden haben. Ich habe lange mit ihnen telefoniert und traf sie während der Untersuchung. Es sind wirklich ganz besondere Menschen und ich hatte viel Mitgefühl mit ihnen. Sie hofften, dass sie eines Tages gefunden wird, damit sie ihren Frieden und Karen eine ordentliche Beerdigung bekommt. Christopher Campano gesteht seine Schuld. Bemerkenswert ist, dass die Autopsie die Theorie der Ermittler über den Tathergang bestätigt. Diese Theorie basierte nur auf den Luminolbefunden, der Untersuchung der Blutspuren und dem Blutvolumentest. Der Oberkiefer und der Unterkiefer waren gebrochen, sowie die Nase und die Nebenhöhlenknochen. Der Schädel war größtenteils beschädigt, nur der Halswirbel war unversehrt. Und an den Rippen gab es nur 3 Brüche. Das passiert nicht einmal bei einem Auto- oder Zugunfall oder etwas Ähnlichem. Das ist das Resultat von Schlägen, die auf den Kopf und ins Gesicht gerichtet wurden. Es handelt sich hier um einen Angriff. Ich wusste, dass sie nicht einfach weggehen würde. Das war nicht ihre Art. Und ich wusste, dass er ihr etwas angetan hatte. Die Polizei und die Gerichtsmedizin haben dieses schwierige Puzzle gelöst. Alles zusammen ergibt eine Geschichte. Das Puzzle vervollständigte sich allmählich, bis die Leiche gefunden wurde. Wir hatten schon die meisten Puzzleteile zusammen und wussten, was los war, auch wenn noch Teile fehlten. Und zum Schluss fanden wir das letzte Puzzleteil, die Leiche, die das Bild vervollständigte. Im Januar 1994, ein Jahr nach dem Mord an Karen, kommt Christopher Campano vor Gericht. Sein Verteidiger kann die forensischen Befunde nicht widerlegen. Sie sind zu überzeugend. Als ich mich entschloss, die Beweise zu akzeptieren, wurde meine Arbeit einfacher. Von da an betrachtete ich den Fall aus der psychologischen Sicht, nicht aus der Sicht der Gerichtsmedizin. Ich argumentierte vor dem Richter und den Geschworenen, dass, wenn es vorsätzlich geplant gewesen wäre, diese Blutspuren nicht vorhanden gewesen wären. Es gäbe überhaupt keine Blutspuren im Haus und der Mord hätte woanders stattgefunden, wenn es denn ein kaltblütig geplanter Mord gewesen wäre. Die Geschworenen glauben einem Teil dieser Argumente. Sie befinden Campano des Totschlags für schuldig, nicht aber des Mordes. Es tut mir leid. Mir tut leid, was ich getan habe, aber ich kann sie nicht wieder zurückbringen. Ich kann nur meine Strafe verbüßen. Christopher Campano wird zu einer Gefängnisstrafe von 1000 Jahren verurteilt.